Mein Name ist Timo Kusian von der Firma Fraktal Design und ich werde euch jetzt einmal kurz unser neues Gehäuse vorstellen. Wir haben einen neuen Launcher platziert, ein Gehäuse aus der Note-Familie, das Note 804. Und wir gehen einmal hier als erstes an die virtuelle Produktpräsentation. Da haben uns nämlich sehr, sehr viel Mühe gegeben, um euch das einmal richtig schön zeigen zu können. Also fangen wir an nach vorne. Minimalistisches Design mit einem elegant gebürsteten Aluminium-Frontpanel, was für die Note-Familie klassisch ist, wie man es auch beim Note 304 kennt. Wenn wir einmal nach links sehen, sehen wir hier die Komponentenkammer. Lassen wir uns das einmal aufbauen, damit wir eine exemplarische Ansicht haben, was wir da alles schön reinbauen können. Da sind Radiator vorne, lange Grafikkarte, CPU-Kühlanschein dafür, MATX oder ITX, Formfaktor unterstützt das ganze Ding. Und hier nach vorne, Moment, wollen wir das noch aufmachen. Sehen wir, ganz schön, wenn ich jetzt einmal rauszoome, zwei weitere SSD-Positionen in dem Frontdeck drin. Und da, wo sich die Schrift befindet, passt auch noch ein OLED-Slot in 3 drin. Also wirklich jeder Zentimeter hier ausgenutzt. Gehen wir hier mal nach oben. Lassen sich das auch einmal aufbauen. Wir haben massive Unterstützung für Wasserkühlung in diesem Case. Heißt, wir können noch einen 240er und einen 280er Radiator hier in den Top einbauen. Wenn wir das Ganze jetzt einmal umdrehen, sehen wir, wie sich das Ganze wieder zusammenbaut. Und schauen uns mal in die PSU- und HDD-Kammer an, was wir da alles reinkriegen. Wir haben noch Platz für 8 weitere 3,5 Zoll HDDs. Bedeutet ein Maximum von 12 Festplatten in Gehäuse. 8 Stück davon müssen 3,5 Zoll sein. 2 Stück davon, wie wir eben gesehen haben, müssen 2,5 Zoll sein. Und 2 können weder das eine oder das andere sein. Entweder das eine oder das andere. So. Hinten gucken wir noch einmal rein, sehen wir Folgendes. Natürlich hier Staubschutzfilter am Button und Fan-Controller inkludiert. Erst oben drin natürlich standardmäßig obligatorisch 5, 7 und 12 Volt. Und wenn wir das jetzt hier einmal drehen, gucken wir uns vielleicht einmal den kompletten Bild an, weil dann sieht man das Ganze auch nicht nur als Piktogramm dargestellt, sondern wie das wirklich echt aussieht. Wenn du hier einmal reinfilmen würdest, Marcel, dann kommen wir noch einmal rum. Da sehen wir zum Beispiel auch schon eine Sneak Preview von neuen Produkten, die leider erst im Sommer gelauncht werden, nämlich der Fraktal Design Wasserkühlung. Dazu sage ich noch nicht mehr. Das ist wirklich nur ein First Glance auf neue Produktserien, die kommen. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen, sehen wir, das Gehäuse bietet Platz für ein 240er Radiator, wie wir gesehen haben, oben im Deckel, ein 120er sogar hier vorne und 2 Grafikkarten. Hier ist momentan gerade eine SSD eingebaut an den Positionen, wo entweder 2,5 Zoll SSDs oder 3,5 Zoll HDDs Platz finden können. Dann gehen wir einmal rum auf die andere Seite und schauen uns mal an, wie voll die HDD- und Netzteilkammer ist. Und hier auch der große 280er Radiator. Dort, wo normalerweise die HDD-Schlitten senkrecht herunterhängen. Und dadurch, dass wir die halt nicht mehr hinpacken können, muss man einen von diesen HDD-Schlitten nehmen und hier unten am Boden befestigen. Also immer noch Platz für 4 normale Festplatten gegeben. Man könnte fast denken, dass man einen von diesen HDD-Trägern zusätzlich kaufen kann bei uns im Spare-Part-Shop, wo es hier alles zum Nachkaufen sehr günstig gibt. Teilweise auch umsonst, wenn es ein Garantiefall ist. Aber man könnte halt denken, dass man 2 reinbauen kann, einen vertikal, einen von unten, einen von oben. Aber ich glaube, da wird nicht ganz genug Platz sein. Da bin ich noch nicht richtig genug gebrieft. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die Festplatten dafür ein bisschen zu lang sind. Netzteil haben wir gesehen, bis 260 mm Länge, was wirklich ausreichend ist. Also man kriegt ein langes, vernünftiges Netzteil rein. Und wenn wir jetzt hier einmal um die Front rumschauen, sehen wir hier die obligatorischen Audioanschlüsse. Dazu USB 3.0, 2 Stück. Und das Slot-In-Drive, was hier schön in diese Front mit eingearbeitet ist. Das bedeutet, wir haben hier wirklich eine optimale Raumausnutzung und ich denke, eine sehr, sehr gute Interpretation eines Cube-Gehäuses von Fraktal Design mit einem Zweikammern-Design und einer massiven Unterstützung für Wasserkühlungsoptionen. Gelauncht wird das ganze Ding am Mittwoch. Mittwoch der 12.3. zu einem UVP von 99 Euro. Das heißt, vor Mittwoch, den 12.3. wird es auch noch nicht auf der Fraktal Design Webseite zu sehen sein. Danach aber ja, 99 Euro im Handel, circa irgendwann im April. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war's von mir und dann wünsche ich euch noch viel, viel Spaß auf der CeBIT mit den anderen Videos bei Happy Channel.